Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Sie hören, Wunder gibt es immer wieder. Das ist eine Neueinspielung. Sie werden sehen, wo wir die Wunder jetzt haben. Die Wunderseite ist wie üblich beim E-Fahrer und Elektrofahrer brauchen Wunder, damit offensichtlich das System funktioniert. Schauen wir mal rein. Denn wir sehen hier, es sprudelt wie verrückt. Wunderalu verwandelt Wasser sofort in Wasserstoff. Das ist doch sowas, oder? Meinen Sie nicht? Dann schauen wir mal rein, worum es geht. Im Allgemeinen ingenieurtechnisch Technik gilt der Energiesatz. Und wo der gilt? Ich habe das nicht besonders gelernt. Ich kann Ihnen das zeigen. Schauen wir mal rein. Also Leseansicht. Da ist ein Fehler. Hier ist sofort in Wasserstoff. Also ein Kilian Marx erklärt, das Wunderalu verwandelt Wasser sofort in Wasserstoff. Und Forscher haben eine neue Methode entwickelt, Wasserstoff zu erzeugen. Eine neue Aluminiumlegierung soll die Elektrolyse effizienter machen. Und so E-Fahrer erklärt, was an der neuen Wundermethode wirklich dran ist. Also wir sind mittlerweile im Mittelalter vor dem Jahr 1600, vor dem Beginn der Aufklärung. Also es geht darum, wie Sie sehen, um kostengünstig sauberen Wasserstoff herzustellen und den Durchbruch wollen geschafft haben, indem Sie das richtige Verhältnis zwischen Aluminium und Gallium ausgemacht haben. Das kann ja mal sein. Gut. Okay, und da kommt die Sache her. Das gucken Sie mehr zum Thema, die stärksten Alternativen. Also irgendwie Lithium-Ionen-Akkus sind halt ein bisschen teuer. Ich kenne die vom Flugmodellbau. Da steht aber, durch die Reaktion von Gallium und Aluminium entstünden Aluminium-Nanopartikel, die bei Raumtemperatur in einem Reagenzglas mit Wasser sehr große Mengen an Wasserstoff erzeugt haben. So, das Gallium haben wir nach der Reaktion leicht zurückgewinnen können. So, so gut, also ich habe offensichtlich irgendwie Aluminium und Gallium zusammengepackt. Und irgendwie, das mag ja sein, ich habe ja nichts dagegen, gibt das Nanopartikel. Jetzt kennen wir aber aus der Mathematik die Flächenregel. Die ist relativ leicht zu erklären. Wir nehmen beispielsweise, wir stellen uns einen Würfel vor mit einer Kantenlänge von 1. Haben wir ein Zentimeter oder irgendwie 1. So. Und die Kantenlänge von 1, das Volumen eines Würfels, der alle Seiten gleich lang hat, mit der Kantenlänge von 1, ist einmal 1, hat ein Volumen auch von 1, beispielsweise 1 Kubikzentimeter. Und die Oberfläche, es ist ja, jede Fläche hat einmal 1 Fläche und dann habe ich 6 Flächen, habe ich die Oberfläche von 6. Und wenn ich mir jetzt von diesen Würfeln einfach 8 Stück auf engstem Raum zusammengestapelt denke, habe ich das Volumen von 8, also das achtfache Volumen. Aber die Oberfläche ist nicht das Achtfache, ist nicht 8 mal 6 ist 48, sondern die Oberfläche ist nur 4 mal 6 ist 24. Das heißt also, je größer der Körper ist, desto geringer wächst die Oberfläche mit. Umgekehrt für Nanopartikel, die ja ganz klein sind, heißt das, ich habe bei Nanopartikeln eine extrem hohe Oberfläche. Und hier scheint es so zu sein, dass das Aluminium so klein wird, dass das schlichtweg oxidiert mit Wasser. Also ich habe ja wenn ich Aluminium herstellen möchte, hier bitte zu meinem Video über grünen Stahl. Wenn ich Aluminium herstellen möchte, muss ich Aluminiumoxid mit Elektrolyse zu Aluminium und Sauerstoff muss ich das zerteilen und dazu brauche ich unendlich viel Energie. Umgekehrt, wenn ich jetzt das Aluminium in Wasser gebe, dann ist es durchaus möglich, dass dieses Aluminium wieder oxidiert zu Aluminiumoxid und der Wasserstoff wird frei. Das wird sein. Ich kann Ihnen da eine Geschichte erzählen in meinem Chemieunterricht, wo wir ein kleines Häufchen Magnesium da liegen hatten und der Lehrer wusste nichts davon und wir haben 2 Tropfen Wasser haben wir dann da drauf getan. Und dann hat der Lehrer das angesteckt und ich kann Ihnen sagen, ich habe nicht gedacht, dass 2 Tropfen Wasser dann eine Flammenwand im großen Chemiehörsaal bis zur Decke geben. Weil eben das Wasser, das H2O, wird in Magnesium
Er wird zerlegt in H2 und O2, auch da wird Wasserstoff frei und Magnesium ist auch ein Leichtmetall. Und das Magnesium verbindet sich zu Magnesiumoxid und das Wasserstoff wird frei und das fackelt dann da oben ab. Und genau denselben Effekt haben wir hier auch. Aber wenn wir Aluminium haben und das zu Aluminiumoxid, das habe ich die Energie, ich muss Aluminium vorher reinstecken. Und hier steht nichts, wie man das Aluminiumoxid wieder zurück. Also ich kann Schrottaluminium nehmen und mache da Aluminiumoxid draus, aber das hat mit Energie, es gilt immer der Energiesatz und das hat mit Wunder nichts zu tun. Aber sorry, scheinbar brauchen E-Fahrer irgendwie dann brauchen Wunder, um die Elektrizität zu erzeugen, mit denen E-Fahrer ihr Kfz bewegen wollen. Anders scheint es mir irgendwie nicht mehr möglich zu sein. Es gilt halt immer, wenn Sie solche Meldungen sehen, es gilt immer der Energiesatz und da ist immer irgendwo ein Haken drin, weil die Energie muss irgendwo herkommen und wenn die jetzt schon mit Wundern anfangen, dann weiß ich, dass das gar nicht gehen kann, weil das ist völlig absurd. In diesem Sinne, vielen Dank, ist das eine Neueinspielung, das letzte Video war leider fürchterlich leise, warum habe ich bis jetzt immer noch nicht festgestellt. Ich hoffe, jetzt geht's demnächst.